Grüß dich und willkommen zum vierten Sonntag in der Fastenzeit. Beginnend mit dem letzten Sonntag, als wir das Evangelium von der Samariterin gehört haben, konzentrieren sich die Lesungen jetzt auf das Geheimnis der Taufe. Denn in der Osternacht werden wir unsere Taufe erneuern und deswegen meditieren wir drei Sonntage hintereinander über die Essenz der Taufe. Es stehen drei Symbole im Vordergrund. Bei der Samariterin war es das Wasser des Heiligen Geistes, der uns neues Leben schenkt. Heute wird es das Licht sein, nächsten Sonntag ist es Tod und Auferstehung. Licht. Wir sind im Johannesevangelium, 9. Kapitel. Jesus sieht einen Mann, der blind geboren war. Im Johannesevangelium ist alles symbolisch. Wenn dieser Mann im blind geboren ist, dann ist er ein Symbol für die ganze Menschheit, die in der Blindheit existiert, in der Dunkelheit. Was bedeutet das? Der Blinde weiß nicht, woher er kommt, wohin er geht, was um ihn herum passiert. Jesus kommt, um uns die Augen zu öffnen für ihn selbst, ja, sich selbst zu offenbaren. Wer ist Gott? Ist eine ganz fundamentale Frage aller Völker dieser Welt. Und wenn ich weiß, wer Gott ist, dann weiß ich auch, wer ich selber bin. Und das sehen wir, wird in diesem Evangelium wunderbar entfaltet. Er ist also blind und die Jünger fragen, Herr, wer ist schuld? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Und indem Jesus sagt, weder seine Eltern noch er, sondern die Herrlichkeit Gottes soll an ihm offenbar werden, sagt Jesus, ihr wisst wahrscheinlich, dass die Juden so dachten, okay, wenn einer sündigt, dann hat er eine körperliche Strafe. Und Jesus dreht das hier genau um. Er sagt, nein, dieser Mann ist nicht von Gott bestraft, sondern andersrum, an ihm soll offenbar werden, dass Gott unser Heiland ist. Denn Gott ist nicht die Ursache für die Blindheit des Menschen. Die Ursache für die Blindheit des Menschen ist unsere eigene Sünde und die Tatsache, dass wir uns vom Teufel haben in die Irre führen lassen. Gott ist derjenige, der uns aus der Blindheit befreit und heilt. Wie tut er das? In der Person Jesu Christi. Jesus geht also hin und nimmt Erde und vermischt sie mit seiner eigenen Spucke. Und das ist auf der einen Seite eine typisch taumaturgische Handlung in der Antike. Gleichzeitig aber wird hier prachtvoll angespielt auf Genesis 2,7, wo es ja hieß, dass Gott den Menschen aus dem Lehm der Erde geformt hatte und ihn angehaucht hat. Und Jesus nimmt jetzt hier neuen Lehm und gibt seine Spucke hinein. Und Spucke ist ein Symbol für den Hauch des Menschen. Also durch diesen Teig symbolisiert Jesus, dass er diesen Menschen jetzt neu schöpfen wird. Wie schöpft er ihn neu? Er sendet ihn und sagt, geh und wasch dich im Teich Schiloach. Und Johannes erklärt uns, Schiloach heißt auf Deutsch der Gesandte, der Apostolos. Und wer ist der Gesandte Gottes? Niemand anders als Jesus Christus. Indem sich dieser Blinde in dem Teich wäscht und dadurch sehend wird, wird symbolisiert, in der Taufe werden wir von unserer Blindheit gewaschen, also in Jesus Christus, vereint mit ihm, werden uns die Augen geöffnet und dann können wir sehen. Und jetzt ist was Interessantes, dieser Blinde sieht noch nicht sofort, ja? Denn, Verzeihung, er sieht sofort mit den irdischen Augen, aber seine geistigen Augen sehen noch nicht hundertprozentig. Denn jetzt kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer und sagen, wer hat dich geheilt? Und er erklärt ganz genau, was Jesus gemacht hat. Und sie sagen, wo ist er hingegangen? Und er sagt, ich weiß es nicht. Dann fragen sie ihn, bist du der Blindgeborene? Und er sagt, ich bin. Schlüsselwort im Johannesevangelium. Ich bin, auf Griechisch ego eimi, ist eine Anspielung an Exodus 3,14. Exodus 3,14, brennender Dornbusch, Gott sagt, ich bin, der ich bin. Kurz bevor der Blinde das sagt, hatte Jesus gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke des Vaters tun. Jesus ist das Licht der Welt. Aber indem wir getauft werden, werden wir ein anderer Christus. Und deswegen können wir mit voll und recht sagen, ich bin, weil er in uns lebt. Also, dieser frisch Getaufte, ehemals Blinde, bekennt sich jetzt schon, er sagt, ich bin, und trotzdem weiß er noch gar nicht, wer er ist und an wen er glaubt. Denn als er dann später gefragt wird, wer dieser Jesus ist, sagt er, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, er ist ein Prophet, denn er hat mir, dem Blindgeborenen, die Augen geöffnet.
Damit hat er so ein bisschen Glauben an Jesus, aber Propheten gab es in Israel viele. Damit wird Jesus nicht zum Herrn und Erlöser. Und erst als er ihn im Tempel trifft und Jesus sagt, glaubst du an den Menschensohn, sagt der ehemals Blinde, Herr, sag mir, wer er ist, damit ich an ihn glauben kann. Und Jesus sagt ihm, er steht vor dir. Da fällt er nieder und betet an. Und jetzt wird er zum Gläubigen. Und was das Evangelium hier entfaltet, ist ein Wissen, das die frühe Kirche hatte, dass wir nämlich eigentlich das Evangelium erst nach der Taufe verstehen können. Ja? Die Taufe öffnet uns die Augen und die inneren Ohren und erst dann, weil erst dann der Heilige Geist in uns lebt, können wir das Wort Gottes verstehen. Ja? Das Wort Gottes kann man nur im Heiligen Geist verstehen, weil es der Heilige Geist geschrieben hat. Und deswegen wird der Blinde erst sehend und dann kommt das Verständnis. Ja? Erst später dann erkennt er Jesus Christus und betet ihn an und die Folge ist für ihn, dass er aus der Synagoge ausgeschlossen wird. Und das ist aber auch wieder ganz typisches Erlebnis der Christen in der frühen Christenheit und jetzt heute wieder. Wenn ich mich für Christus entscheide, kann es gut sein, dass eine andere Gesellschaft mich ausstößt. Das soll uns aber keine Sorgen machen, denn wir haben das Licht der Welt, Jesus Christus selbst, der uns offenbart, wer er selber ist. Und wenn ich weiß, wer Gott ist, dieser Gott, der die Liebe ist, der für mich am Kreuz gestorben ist, der für mich ein ewiges Leben vorbereitet hat, dann weiß ich, woher ich komme, wohin ich gehe und dann kann ich mit seiner Kraft auch ertragen, dass andere mich um seinetwillen ausstoßen. Freuen wir uns auf die Tauferneuerung in der Osternacht. Ich wünsche euch einen schönen vierten Fastenzeitsonntag.